So, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Fallout 3, dem möglicherweise letzten Fallout 3 Wochenende. Hallo Forkist, ich hätte dich ja letzte Zeit vermisst. Wir sind hier gerade auf Todeskrallen-Territorium und suchen eine Tesla-Spule, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Whisky nehme ich nicht mehr mit. Ich dachte, das wäre Red X oder sowas. Direkt weg mit dem ekelhaften Whisky. Okay, das ist wirklich verwinkelt hier. Und ich höre offensichtlich einen Helikopter. Und da hinten ist irgendwer, der vermutlich nicht mein Freund ist. Warte mal. Zeit, voll abzugehen. So, haben wir das schon mal? Da unten ist noch jemand. Schön. Ich schieße schon mal voll daneben. Kümmere ich mich um den, der hinten weiter weg ist. Schieß mal schön durch ihn durch. Okay. Gut, das wäre er. Oh Gott. Na gut, hat sich gut gedeckt. Warum nicht? Jetzt allerdings nicht mehr. So, was war die 7 bei mir eigentlich? 7. 7 macht nichts. 6 macht. Was ist das denn? Okay, dann nehme ich halt hier die 4. Auf die Entfernung nicht verkehrt. Ich gehe trotzdem mal hier oben erstmal lang. Ich sag mal, schöne Rücken geschossen und praktisch kaum Schaden gemacht. Wahrscheinlich ist die Rückenpartie auch gut gepanzert. Na gut, gehen wir runter zu Fox und nehmen uns unsere wunderschöne Waffe wieder mit. Yuji. Ziel wird angegriffen. Ziel ausschalten. Ja, mach ich doch. Den Rest kann ja Johannes machen. Es wird gefeuert. Nein! Oder Fox. Ja, ich denke, er ist tot, ist gut. Okay. Wer will als nächstes? Na, ich würde gerne den, genau, Soldaten durchsuchen. Die Zellen nehme ich gerne mit. Das nehme ich gerne mit. Waren das 2 gerade? Ja. 2 Plasmagewehre, ein Stimpack, eine Plasmamine. Ach komm. Warum nicht? Oder geh doch mal gerade hier rein, wo er rauskam. Ich habe das Gefühl, das ist keine so schlechte Idee. Sind das Granaten? Nee, ist eine Lackierpistole. Und jede Menge unnützer Kram, wenn ich es mal so sehe, auf einen Blick. Ja. Warte mal. Das ist nicht unnütz, die Munitionskiste. Schrotpatronen, naja, warum nicht? Und über uns schwebt ein Vertibird offenbar. Hier geht's wieder nach oben. Sie sollen Blei fressen! Ja, das werden sie. So, unter uns irgendjemand. Gegner lokalisiert. Ziel ausschalten. Ach da. Gut. Danke für das Gespräch. Dann schau doch mal hier rein. Leicht verschlossen. Ich nehme an, nicht an, dass hier die Tesla-Spule drin ist, aber ich gucke trotzdem natürlich gerne nach. Kronkorken und die Versuchung erneut. Okay, hier ist jemand der Versuchung offensichtlich erlegen. Vorkriegsgeld nehme ich natürlich mit. Ist eigentlich witzig, dass ich sage, jemand ist der Versuchung erlegen und ich nehme Vorkriegsgeld mit. Hier könnte man nicht durch. Okay, wir sollen offenbar da oben lang. Das ist eine schöne Wegfindung hier. Also ein schönes Level-Design, wie man hier hochkommen muss. Es wirkt alles sehr organisch, wie man hier hochkommen muss. Und die Gegner weisen einem so ein bisschen den Weg, wo es lang geht. Exit, okay. Seid ihr hinterhergekommen? Tatsächlich. Und hier geht es wieder nach unten. Das ist hoffentlich nicht dasselbe wie eben schon. Ich habe die Orientierung völlig verloren. Online Kraftwerk, das ist glaube ich ganz gut. Denn dort sollte sich die Spule ja wohl aufhalten. Ich hoffe mal, hier sind ein paar andere Gegner jetzt da. Irgendwas scheppert da oben. Okay. Mal schauen. Sehr schwer verschlossen. Ja, dann wird es wieder lustig, das zu hacken.
Gut, dass wir zwei Versuche haben. So, Anticipating, ja. 1 von 12, das ist schon mal interessant. Purification, das I, das als erste I stimmt, also in der vierten Position. Aber das I an sechster Position stimmt auch, deswegen sind einfach zu viele gleichzeitig. Quarterstaff, Staff, da passt überhaupt gar nichts. Okay, das ist gar nichts, das ist ein zu wenig. Brainwashing, das Ing passt nicht, wir dürfen nicht drei gleiche haben. Appreciation, das TI am Ende passt schon mal nicht, deswegen, also sind zu viel. Resurrection ist dasselbe in grün, Civilization ist wiederum dasselbe, Recuperating ist dasselbe, Organization, nichts mit Shen und Ting hinten dran. Transmission könnte es aber allerdings sein, T-R-A-N, nein, S, das, oh, das könnte es sein. Wunderbar, das ging erstaunlich schwer, schnell dafür, dass es sehr schwer war. Ich nehme an, ich mache nichts mehr, außer dieser Tür aufzuschließen, oder? Sperre aufheben. Okay, es blitzt hier vorne irgendwo. Was ist das denn hier? Naja, das wollte ich nicht. Die Zündflamme wollte ich sehen. Oh ja. Oh, das sieht doch gut aus. Ja, ich denke, diese Tesserspule lässt sich relativ leicht abbauen. Da greife ich doch einfach rein. Denn das weiß Lisa, dass das eine super Idee ist. Sie ist auch sehr fasziniert gerade davon, von diesem... Na, das war dumm. Sie ist ein bisschen zu fasziniert davon. Oh Gott. Ich bin des Todes. Ich komme hier wirklich nicht mehr raus gerade. Scheiße. Alter. Naja, gut. Ach doch, jetzt. Soll es eine göttliche Fügung geben? Ja. Okay, Gott hat sie gewarnt. Zu viel Neugier ist nicht gut. Das heißt, sie soll sich auf ihre Aufgabe konzentrieren. Ja, ja. Und... Kleiner Moment. Erstmal kurz hier diesen Raum betrachten. Hier sind Gegner. Sie sollen Blei fressen. Ja, ja. Hallo. Kann ich nicht aktivieren? Entschuldigung, kannst du mich mal kurz durchlassen? Danke sehr. Dann gucke ich mir auch mal dieses Terminal jetzt an. Dieses Terminal. Underwater, gerade ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Das war sehr schwer verschlossen, da hast du natürlich völlig recht. Old-Only-Kraftwerk, eine Abteilung von PPE. Willkommen, Benutzer. Sicherheitssystem deaktivieren. Sicherheitstür deaktivieren. Ja, das lief doch ganz gut. Und da hinten sehe ich gerade übrigens noch eine Tür. Könnte sein, dass es die Sicherheitstür war. Nee, aber hier geht es nochmal nach oben. Okay. Wäre das hier ein alternativer Weg? Okay. Warte mal. Das halte ich ja für keinen Zufall, dass das so ist. Energiezelle? Interessant. Und ich nehme an, hier kann man die Tesla-Spule kontrollieren. Aktivierung Forschungszugriffsterminal, wiederum schwer. Ich habe weiterhin eine weitere Energiezelle gesehen. Von Aliens. Seltsam, was die hier findet. Treatments. Okay. Mittlerweile ist Hacken ja wohl relativ einfach geworden für Lisa. Oh, Maschinennot ausaktivieren. Das Tier wird heruntergefahren. Okay, er hat überhaupt keinen. Keine Bewandtnis. Hier ist wieder jetzt Zigarre vom General. Alien-Energiezelle. Zange, okay, Messer, alles gut. Noch eine Energiezelle. Haben sie das mit Alien-Energiezellen betrieben oder was? Impulsmenü ich ja mit. Hat sich jetzt da oben was getan? Ich geh kurz mal hier hoch. Entschuldigung, ich muss einfach mal die Neugier. Es sind zu viele Wege gerade. Ich will alles mal angucken. Zu den Waffen, Soldat! Oh. Na dann. Wunderbar. Da gib mal deine Klaue. Weil das gebührt ja wohl offensichtlich mir. Und was zur Henker? Hier hätte man reingehen sollen. In Ordnung. Gut. Da kann ich mir jetzt eigentlich theoretisch relativ, relativ simpel die Spule nehmen, oder? Außer die Tatsache, dass es so riesengroß ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Wo ist eigentlich die Leiter dafür? Ach, guck mal, da ist eine Art Fahrstuhl wahrscheinlich. Das kriegen wir hin. Und dieser Raum hier, das war vorher nicht so. Oder sind das einfach nur irgendwelche Experimente, die ich vorher einfach nicht gesehen habe? Offenbar ist das so. Okay, leere Aktenschränke. Captain Cosmos. Okay. Okay. Gut. Dann gehen wir doch mal. Ach, was mache ich jetzt? Geh ich da, komm, ich geh erstmal hier rein. Aktivieren Tesla-Spule. Tesla-Spule zugefügt. Ach, hier gibt es einen Raum. Eine Tür, wunderbar. Würde schon sagen. Das wäre ein Notschalter gewesen. Drei Notschalter. Gut. Hat es auch mal nicht bedürft, weil ich einfach das Terminal gehackt habe. Und diese Tür habe ich eben mal gerade gar nicht gesehen. Schön. Ganz toll. Sind wir sicher? Fragt sich, wie lang? Ja, ja, aber eine weitere Frage habe ich auch noch. Und zwar, wo geht es denn hier bei diesem Serverraum weiter? Und zwar da hinten. Ich habe, glaube ich, alles in einer etwas seltsamen Reihenfolge gemacht. Ich habe das hier gehackt, genau. Diesen Schalter kann ich nicht aktivieren. Und hier sind irgendwelche Feinde gewesen, habe ich gesehen. Zu den Waffen, Soldat! Ach! Die Geschütztürme waren die Waffen, ich verstehe. Tür schließen. Ah! Okay. Hallo? Jemand will mich hier bestimmt stressen. Sicherheitsterminal. Wahrscheinlich kann ich auch hier wieder. Alles sehr schwer. Challenge oder Challenger. 1 von 10 korrekt. Casualties ist dementsprechend. Obwohl, das kann sein. C. Nur das C ist gleich. Und das E natürlich auch. Ganz am Ende. Initiation. Da passt irgendwie gar nichts. Okay. Absolutely. Das L passt. Weswegen es startet. Wunderbar. Ist wie dieses wundervolle Spiel Mastermind von früher. Sicherheitssystem deaktivieren. Sicherheitstür deaktivieren. Ach, das war diese Tür. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, dann kann man hier einfach wieder rausgehen, oder? Bestimmt wird es keinen Stress deswegen geben. Eins. Dankeschön. Lieber Anzug. Dennoch nehme ich ein paar Stimpacks auch noch. Das kann nicht verkehrt sein. Die beiden Dinge nehme ich auch noch mit. Und da nehme ich alles außer der Kernspaltungsbatterie. Die brauchen wir ja nur für irgendwelchen ekelhaften Fusel, den Lisa auf gar keinen Fall haben will. So, und hier ist nichts Interessantes wahrscheinlich. Okay, nicht mal die Kisten kann man betrachten. Gut. Dann hacken wir mal das nächste Terminal und gehen irgendwie wahrscheinlich raus. Okay. Zeit voll abzugehen. Ja, ja. Lass mir erstmal ganz kurz hier vielleicht Strahlung beseitigen, wenn das irgendwie geht. Examination. 2 von 11 korrekt. Populations. Das Shen. Obwohl. Das ist alles ein bisschen verrückt gerade, das Shen. Also ich sollte nichts mit Shen hinten drin haben, aber Populations passt ganz gut, weil die Buchstaben natürlich dementsprechend alle verrückt sind in der Reihenfolge. Population. Na, da passt allerdings trotzdem kein einziger Buchstabe mehr. Challenging. Das A passt. Und das I passt auch. Das ist nicht so gut. Ach doch, dann könnte es dementsprechend passen, weil wir brauchen ja 2 von 11, nicht nur einen. So, was kann man denn hier jetzt wieder außen abschalten? Strahlung entlüften, wunderbar. Bitte warten und automatisierten Prozess herunterfahren. Erstmal speichern. Strahlung ist entlüftet. Ist okay, wenn ich beschossen werde. Och, naja. Angesichts der Tatsache, aktivieren Sender. Der geht schon von einem anderen Ort aus aktiviert. Mhm. Okay. Da nehme ich alles mit. Sogar das Altmetall.
Hier sind irgendwelche Billardkugeln und ein Häuschen. Tja, ich will es natürlich nicht kaputt machen, deswegen lass es mal. Okay. Gut, lass es mal so. Red X nehme ich natürlich mit. Das Spielzeugauto kannst du gerne behalten. Im Schreibtisch ist es bestimmt. Ach, ein bisschen Munition. Warum eigentlich nicht? Ja, Stange Zigaretten. Nein, ich will den Whisky nicht. Schachtel Zigaretten. Was ist dieses komische, dieser Rauch hier die ganze Zeit? Das irritiert mich total. Ich weiß nicht, was es mit dem Sender auf sich hat, aber ich nehme an, die Sender waren auch für die Raketen unter anderem zuständig. Obwohl, warte mal. Vielleicht schreibt man mal unser Rad. Lass mich doch mal durch, Fox, bitte. Fox! Oh Gott, ey. Meine Güte. Du musst ihn langsam dahin schieben. Ey, du gehst mir echt. Wunderbar. Vielleicht kann man mit dem Dings ja irgendwas erfahren. Jetzt hänge ich hier ernsthaft fest. Wirklich? Okay. Ich lade das Ganze. Bevor ich hier runtergehe, günstigerweise. Vielleicht kann man mit dem Pip-Boy ja irgendwas erfahren. Moment. Data? Radio. Ist aber gar das Radio sein, der Galaxy News Radio? Wo nur Musik rauskommt, okay. Wenn ich den Sender mal anschalte. Ich nehme an, der ist hier, wird hier angeschaltet. Mit diesem automatischen Prozess, der gerade hier erwähnt wurde. Automatisierten Prozess reaktivieren. Ach, Fehler. Na gut. Ne, ich empfange nichts. Okay. Dann eben nicht. Vielleicht hätte man dafür die Tesla-Spule anlassen sollen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht müssen wir noch hier zurückkehren. Um ein kleines Geheimnis zu lüften, nicht wahr? Okay, Nuka-Cola-Truck. Zeit voll abzugehen. Tschüss, mein lieber Wachbot. Ist hier vielleicht irgendwas... zwei Kronkorken. Ich hätte eigentlich an vier Munition gedacht. Na komm, hau ab. Ah ja, jetzt kann ich ja drin was finden. Zigaretten. Wieso nehme ich den Mist eigentlich noch mit? Brauche ich gar nicht mehr. Das wäre nur noch zum Verkauf interessant. Aber das brauche ich alles nicht mehr wirklich. Weil ich habe, weiß Gott, genug Geld. Weiß Gott ist genau der richtige Ausdruck dafür. Munition nehme ich natürlich trotzdem immer wieder ein bisschen mit. Warum auch nicht? Warte mal, ich habe noch Altmetall, das kannst du gerade mal haben. Bitteschön. Okay, leer, leer, leer. Und hier haben wir wieder ein Terminal. Ebenfalls verschlossen, ebenfalls schwer. Na gut. Einmal dieses. 3 von 11. Nein, Unbelievers. Das E, das erste, das zweite. Nee, das erste passt. Das V, das E passt auch. 1 von 11. Aber das ist doch nicht das Richtige. Permanently, das E passt. Nee, 3 wären dann richtig. Oh, das könnte passen dann. Ja, bitte weiter. Auch diesen Prozess fahre ich herunter. Kontrollverzeichnis laden. Lagerraum 663, Beladungsklasse A, Beladungsführer J. Jackman. Irgendwelche kryptischen Zahlen. Das hat mir nicht wirklich geholfen, aber gut. Alter, das ist ein Riesengebäude, welches total verwinkelt ist. Fox, du gehst mir echt so auf die Eier mit deinem Weg stehen. Komm her. Dankeschön. Denn ich will erstmal kurz da drüben gucken, da war nämlich auch noch irgendwas. Ein einzelner kleiner Raum mit einem Erste-Hilfe-Kasten, wovon ich alles nehme, sogar das Blutpaket. Ja gut, wenn ich schon mal hier bin, nehme ich die Munition gerade auch mit und Fork steht schon wieder in der verdammten Tür. Aber nicht mehr komme ich durch. Okay. Dann geht es hier weiter. Hier habe ich wie viele Wege? 15 ungefähr. Wunderbar. Hier ist wieder ein Terminal, was mir wahrscheinlich... Oh, habe ich schon aktiviert? Oder schon geknackt? Sperre aufheben, was auch immer es war. Das kommt mir... Oh, bekannt vor. Wunderbar. Das heißt, ich bin einmal eine Runde rumgelaufen und kann jetzt hier irgendwo raus, nicht wahr? Hier?
Old Orney Wilson Gebäude. Ne, hier kam ich rein ursprünglich. Ich verstehe. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles hier irgendwie uns angeschaut und können jetzt mit der Leiter wiederum nach draußen gehen. Ist das richtig? Ich hoffe doch. Die Frage ist nur, wo war gerade die Leiter? Nicht durch den Eingang, durch den wir gerade gekommen sind. So viel ist klar. Ich glaube, hier müssen wir rein. Oder raus? Nein, hier nicht. Hier auf keinen Fall. Da hinten. Hier ging es irgendwo genau. Wunderbar. Mensch, das ging ja super schnell. Ich speichere gerade mal. Hab da schon wieder eine Todesklaue, Kralle, wie auch immer. Warte mal, eins will ich trotzdem mal angucken. Und zwar habe ich da unten, werde ich kurz mal in der lokalen Karte gucken, habe ich da alles untersucht? Das sieht gar nicht schlecht aus, ja. Hier geht's wieder zum Wilson-Gebäude. Okay, dann gehen wir raus und bringen das jetzt zurück zum Paladin. Oder? Ich denke schon. Okay, warte mal kurz. Aufgabe habe ich noch irgendwas nicht. Die Tesla-Spule zum Paladin Tristan bringen. Nee, alles gut. Ich habe die Tesla-Spule. Und wir können leider nicht weitermachen, wenn Feinde in der Nähe sind. Na, vielen Dank. Warte mal, jetzt ist gerade kein Feind in der Nähe. Lalala. Auf die Zitadelle. Jawohl. Keine Ahnung, wo er hingelaufen ist. Der gute Feind. So, Paladin Tristan. Guck mal, hier ist auch noch irgendwas, was wir nicht... Ach, hier ist einiges, was wir noch nicht untersucht haben. Hubris Comics. Mason District South. Falls Church East. Falls Church Church North. Arlington. Okay. Alexandria Arms. Das können wir vielleicht gleich mal irgendwann angucken nochmal. Irgendwann ist gut. Ist unrealistisch. Wahrscheinlich gucke ich es mir trotzdem nie mehr an. Und wir gehen erstmal zu Paladin Tristan, der irgendwo war. Ich habe keinen Schimmer mehr, ehrlich gesagt, wo. Irgendwo in der Nähe der Labore möglicherweise. Steht zu ihrem Dienst. Ja, das sollte sie auch tun. Willkommen. Ach, müssen wir hier rein? Gut. Gegen kürzere Wege habe ich nichts einzuwenden. War das hier schon drin? Ach, du bist es ja. Hallo. Sie haben eine Tesla-Spule gefunden? Na klar. Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass die sofort an die Gelehrten weitergegeben wird. Sie haben gute Arbeit geleistet, Soldat. Ich bin kein Soldat. Aus ein Soldat Gottes natürlich. Bereit? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, was steht denn an? Ich bin bereit. Aus den Daten, die Sie uns aus der Relaisstation gebracht haben, haben wir ermittelt, von wo aus die Enklave ihre Operationen koordiniert. Anscheinend hat sie eine zweite Operationszentrale in der Adams Air Force Basis knapp außerhalb von DC. Der einzige sichere Weg dorthin verläuft durch die Tunnels der präsidentialen Metro. Die wurde vor dem Krieg von der Regierung benutzt. Vorläufig werden sie wieder alleine arbeiten. Na, ich bin niemals alleine. Ein Ablenkungsmanöver starten, sodass sie unbemerkt eindringen können. Nachdem sie in die präsidentiale Metro eingedrungen und in die Adams Air Force Basis gelangt sind, suchen sie den Nachschubcontainer. Darin finden sie neue Befehle. Hoffentlich können wir sie auch mit einer funktionierenden Tesla-Kanone ausstatten. Das wäre interessant. Ja, dann gehen wir mal, was? War das hier hoch? Ja, wunderbar. Schreckfaktor. Wir tauchen mal wieder ab in die Metro. By the way, ich lese gerade übrigens den letzten Teil Metro 2035. Ist ziemlich gut. Kann ich nur empfehlen. Wie auch schon Metro 2034, Metro 2033. Und ich habe jetzt vergessen, was der Ausgang. Bin auch schon auch gespannt auf das Metro-Spiel. Also das letzte. Metro Exodus. Wo ist denn überhaupt? So, bin ich jetzt irgendwie... Okay, ich bin gerade etwas verwirrt, wie ihr vielleicht merkt. Aber ich frage mal diesen Zeiger da unten. Der uns offenbar zum Ausgang führt. Ach, da wo die Fahne ist, oder was? Da, wo die Fahne ist, ist der Aus- und Eingang. Gut zu wissen. Ne? Wunderbar. Aber ich würde sagen, wir machen auch keinen großen Rambazamba draus. Wir werden einfach direkt zur präsidentialen Metro gehen, weil wir wirklich was aufladen oder was müssen wir nicht. Ich werde Eugene noch mal kurz auf die 7 legen. Die 2 ist bei mir auch umgesetzt. Komm, nimm wir es mal. Einfach so, damit wir es mal gemacht haben. Kurze Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich mit dem Ding schieße? Ah ja. Sieht Nachladen aus. Interessant. Gut, dann gucken wir uns das doch gleich mal an. Bis gleich.